Gut, dann würde ich sagen, wir legen langsam mal los. Unsere kleine Protagonistin musste jetzt schon lang genug an dem Tisch hier eigentlich stehen. So wirklich sitzen tut sie ja nicht, wenn wir mal ehrlich sind. So, im letzten Stream, lass mich kurz überlegen. Da hatten wir eigentlich sehr viel Story. Wir waren im Galaktik-Hauptquartier, haben uns dort so ein bisschen durchgeprügelt, sind den Kraterberg hochgelatscht. Wobei das ging eigentlich echt gut. Also das hat gar nicht so lange gedauert tatsächlich, weil wir auch viel gequatscht haben nebenbei. Haben dann das ganze Story-Finale gehabt, oben bei der Speersäule und die Zerrwelt. Waren auch noch kurz bei ein paar Legis und wollen jetzt zur achten Arena. Das ist eigentlich so der Stand der Dinge. Dementsprechend, ich glaube, heute wird es ein bisschen entspannter. So ein paar Trainerkämpfe, ein bisschen erkunden, Arena klatschen. Also vor der Arena habe ich auch gar nicht so viel Angst. Da gab es bislang Schlimmeres. So, stelle ich mich aber schon mal eben hier hin. Das Team. Wollen wir noch mal kurz durchgucken. Ich glaube, Volkner hat Level 50 um den Dreh. Heißt, wenn wir jetzt die Trainer noch mitnehmen und die Vortrainer, könnten wir da so langsam rankommen. Also wichtig ist mir eigentlich nur, dass Ascend sich entwickelt vom Arenaleiter, weil das, glaube ich, schon ausschlaggebend ist und Ascender recht viel machen wird. Erdbeben, 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 Erdbeben im besten Fall. Deswegen wäre das natürlich noch ganz wichtig, aber sonst haben wir Mittel und Wege, da so ein bisschen zu leveln. Aber Gracies Finger ist immer auf dem Purge-Knopf. Perfekt, bei jedem von euch. Gracie hat nämlich eigentlich 30 verschiedene Mauszeiger und dann ist sie bei jedem von euch permanent drauf und dann muss sie nur einmal klicken. Peter, danke schön, dass du Desi einen Sub geschenkt hast. Das ist sehr lieb von dir. So, wir fangen an mit Necro, unserem Kryphook mit dem Bannsticker immer noch. Da hat sich tatsächlich ein bisschen was geändert am Moveset seit dem letzten Stream, falls das eventuell aufgefallen ist. Und zwar haben wir auch die Schockwelle. Für Gyarados ist das eigentlich immer ganz praktisch, auch wenn es nicht annähernd reicht, um die zu one-hitten mittlerweile. Aber es ist auch generell ganz schön, eine Attacke zu haben, die einfach immer trifft, weil Schneemantel, Frostdettje und Sandwirbel und Doppelteam hast du immer überall. Und Schattenstoß ist einfach auch immer sehr praktisch als Prio-Attacke. Ich war vorm Stream noch mal kurz in Elysis. Links von Elysis, da wo der "Noch hast du nicht gewonnen" Typ steht, kann man Felsen zertrümmern und dann kann man hochkraxeln. Und da liegt Psychokinese rum, was ich eigentlich ganz praktisch fand. Ich habe die Finte jetzt dafür weggenommen. Ist zwar auch immer ganz nett, weil die immer trifft, aber fand Psychokinese einfach ein bisschen stylischer. Und rechts von Elysis mit Zertrümmerer kann man Spukball bekommen. Hätte ich also schon längst haben können, aber ich hatte halt kein Zertrümmerer dabei. Die Unheilböen sind zwar sehr stylisch, aber haben halt nur 5 AP. Damit kommst du halt auf längere Sicht gesehen nicht sonderlich weit. Plus der Werteboost kommt halt sowieso meistens nicht. Und Spukball ist einfach stärker, hat mehr AP. Deswegen haben wir Necro da so ein kleines bisschen verbessert, würde ich behaupten. Dann haben wir Ascend mit der Flingklaue, Erdbeben, Drachenklaue, Dunkelklaue und Kraxler. Ich glaube, da wird sich auch nicht mehr so viel tun. Ich glaube, Kraxler brauchst du sowieso immer, da kommst du gar nicht drum rum. Und der Rest ist eigentlich ganz nett. Wenn er sich jetzt noch entwickelt, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Dann Goemon, Lucario mit der Fausttafel, hat die Aurasphäre, den Nahkampf, Finsteraura und Lichtkanone. Hätte tatsächlich auch Psychokinese und Spukball lernen können, aber ich finde das Moveset so, wie es ist, eigentlich schon sehr nett. Mit den ganzen Step-Attacken und der Finsteraura einfach für den Sound, von daher gesehen, das passt, glaube ich, ganz gut. Dann Johanna hat endlich ein Item bekommen von mir. Ist zwar nur die Wassertafel, aber hey, haben oder nicht haben. Mit Surfer, Aquawelle, Schaufler und Stärke. Ist so ein bisschen unser VM-Sklave. Aber mehr als Surfer braucht sie meistens auch nicht. Dann Milady, unser Milotic mit dem Seegesang. Surfer, Eisstrahl, Genesung und Toxin, also nervig wie eh und je. Und dann noch Robin Hood, unser Togekiss mit dem Münzamulett, weil Verdienste immer gut sind. Mit Luftschnitt, Aurasphäre, Flammenwurf und Fliegen. Ich glaube, da müssen wir auch nicht viel dran ändern. Fliegen ist zwar so ein bisschen verschwendet, sag ich mal, aber Fliegen brauchst du immer mal. Von daher gesehen wird es, glaube ich, auch dabei bleiben. Kleinen Moment. Ich sagte doch, die Nachbarin kommt auf jeden Fall im Stream. Ich habe es predicted. Ist doch immer so. Egal, ob du selbst ein Paket erwartest oder irgendeins abgeben musst, es ist
immer im Stream. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob ich die Tür richtig zugemacht habe. Weil ich vor Schreck aufgesprungen und wieder zurückgespurtet bin. Ja, ich bin für 1,5 Meter gespurtet. Glaubt es oder glaubt es nicht? Problem ist halt einfach, ich sitze gefühlt neben der Haustür, deswegen ist es auch so laut für euch. Es tut mir leid. So. Aber immerhin war es direkt am Anfang. Von daher gesehen, nicht irgendwie mitten im Kampf oder so. Das wäre ein bisschen blöder gewesen. Dann auf nach Sonnewick, würde ich vorschlagen. Wurde uns eigentlich gesagt, wo wir hin müssen? Warum ist dieser Gang hier eigentlich, wenn da sowieso nichts ist? Also ich glaube, es wurde uns gesagt, ja, zur 8. Arena. Aber ich weiß gar nicht, ob Sonnewick erwähnt wurde. Man kann auf der Karte ja sowieso jederzeit nachgucken. Das passt. Nee, sie hat gefragt, ob sie hier richtig ist, obwohl auf der Karte mein Name draufsteht. Das ist, also, auf der Karte stand mein Name drauf und es steht an der Haustür auch nochmal, also... Ja, es war schon sehr wahrscheinlich, dass sie richtig ist, aber sie hat trotzdem nochmal gefragt. Ich hätte einfach Nein sagen sollen, das Paket behalten sollen. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Die Wiese hier kenne ich auch nur allzu gut. Hier habe ich früher immer sehr viel trainiert, tatsächlich. Ich glaube, die haben hier so Level 40. Ich habe Alex gefunden. Ist Alex überhaupt da? Ich weiß es nicht, aber ich habe ihn gefunden. Und in Diamant und Perl war es ja so, dass die Pokémon-Liga verhältnismäßig recht hoch war, tatsächlich. Die konnten nichts. Also, die Pokémon-Liga in Diamant und Perl konnte halt wirklich nicht so viel, abgesehen von Cynthia selbst, weil du da teilweise mit Pudox und Papinella konfrontiert wurdest. Damit kann ich leben. Also, war halt nicht so unglaublich toll aufgestellt, sagen wir mal so. Dafür waren die vom Level her halt halbwegs hoch. Und ich hatte immer das Problem, wenn ich die 8 Arena gemacht habe und die Siegesstraße und so, dass ich dann vom Level her einfach viel zu niedrig war. Weil ich glaube, die Liga in Diamant und Perl geht bis Level 68 hoch oder so. Und da musste ich halt immer ein bisschen trainieren. Und nicht alle Pokémon lassen sich halt immer so gut auf dem Wasser oder in der Siegesstraße trainieren. Deswegen habe ich halt viel tatsächlich auch hier gemacht auf der Wiese. Das war ganz praktisch, aber es ging mir irgendwann fürchterlich auf den Keks, wie alles an Training, wenn man einfach immer die gleichen Pokémon sieht, ne? Unter anderem auch Plaudergei. Juhu! Das war schon immer etwas anstrengend. So anstrengend, dass mein Papa das irgendwann für mich gemacht hat. Mein Papa trainiert nämlich sehr gerne Pokémon tatsächlich, fragt mich nicht. Er macht es einfach gerne. Also er hat gefühlt mehr Spaß daran, die Pokémon zu trainieren, und dann einfach dieses Erfolgserlebnis zu haben, wenn sie fertig trainiert sind, als die Spiele selbst durchzuspielen. Deswegen hat er das tatsächlich irgendwann für mich übernommen. Achso, hier ist gar nichts. Okay. Dann halt hier. Da. Und AP Plus, das ist schön. Die muss ich vor der Liga auf jeden Fall auch verteilen. Ansonsten hier noch irgendwas versteckt? Nö. Okay, aber das nehmen wir zumindest mit. Ich hatte erwartet, dass hier irgendwo noch ein sichtbares Item rumliegt, aber nun gut. Gehen wir erstmal oben entlang. Ich habe Angst, dass unten wieder die ganzen Angler mit ihren Garadossen rumstehen. Die sind immer so ein bisschen schwierig für mein Team. Per Plauderkai will nur seinen Kaffee, ich glaube auch. Aber ich habe keinen Kaffee. Wobei, ich glaube, ich habe irgendwo Instant-Kaffee, falls mal Jans Eltern oder so kommen und Kaffee trinken wollen. Aber prinzipiell trinkt bei uns keiner Kaffee, deswegen haben wir auch keinen im Haus. Ich könnte Kakao anbieten. Ist das auch in Ordnung? Ino, dankeschön für 7 Monate Treue. Du lässt den Stream im Hintergrund laufen und legst dich noch schlafen. Okay, ich hoffe, dass ich dich nicht zwischendurch wach schreie. Ich garantiere für nichts. Aber ruh du dich gut aus. Oh, da ist noch was. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also die Pokémon-Liga möchte ich heute auf gar keinen Fall anfangen, weil ich mich dafür noch ein bisschen informieren möchte vorher. Weil ich sag mal, gerade wenn ich so ein spezielles Team habe, ich will mir jetzt nicht jedes Pokémon rausschreiben, aber ich hätte schon gerne so einen Überblick, damit ich weiß, welches Pokémon ich auf welchem Feld ganz gut einsetzen kann. Und gerade Cynthia ist halt auch nicht zu unterschätzen. Plus, ich glaube, das dauert halt auch ein bisschen. Dementsprechend auf jeden Fall nach Sonnewick.
Sonnenweg komplett mit Arena. Und dann mal gucken, wie wir da kommen. Also im besten Fall kommen wir wirklich bis zur Pokémon-Liga, also auch die Siegesstraße. Aber kann ich immer schlecht einschätzen vorher. Das war fast schon ein bisschen Schaden. Luigi, danke schön, dass du Mila einen Sub geschenkt hast. Das ist voll lieb von dir. Du kannst dich gerne beschleunigen, du bist sowieso schneller als ich, aber ist okay. Also das wäre so mein Ziel vielleicht, so bis vor die Pokémon-Liga zu kommen. Aber wir können ja prinzipiell sowieso überall Schluss machen. Aber kann es sein, dass der Sub-Counter nicht hochgeht? Also ich sag mal, ich weiß, dass er manchmal seine Probleme hat. Aber normalerweise, wenn es nur ein Sub ist, geht der schon hoch. Aber der hat in letzter Zeit sowieso irgendwie harte Probleme. Naja, also solange sich die Zahl jetzt nicht so bombastisch erhöht hat, kann der auch erstmal so bleiben. Aber ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Weil letztendlich, da könnte noch was sein, klar haben wir, glaube ich, schon den größten Teil von Platin fertig, weil wir stehen vor der 8. Arena. Ich denke aber, dass wir schon noch ein paar Streams danach machen werden. Weil das Schöne ist ja, dass Platin tatsächlich eine Afterstory hat, die ich ins Markt immer vermisst habe, weil ich ja kein Kampfzonenmensch bin, deswegen als ob! Deswegen hatte ich da halt nie so viel zu tun und habe mich dann dementsprechend sehr gefreut, dass man hier ein bisschen mehr machen konnte. Danke. Necro ist so langsam. Dementsprechend werden wir uns da natürlich noch so ein kleines bisschen umgucken in dem ganzen neuen Gebiet. Also da gibt es auf jeden Fall auch noch mehr als genug zu erkunden. Plus es gäbe ja auch noch die Rematches gegen die Arenaleiter und Helfer und so. Weiß halt nicht, inwiefern wir die machen, weil es natürlich schon ein bisschen umständlicher ist, wirklich alle zu zeigen, weil du teilweise einen Tag warten musst, bis die dann sich umpositioniert haben. Ich meine, als ich es damals Let's Played habe, habe ich auch ein bisschen gecheatet, in dem Sinne, dass ich einfach die Computeruhr umgestellt habe. Und dementsprechend konnte ich dann doch alle an einem Tag machen. Ob ich das immer so live im Stream machen möchte, ist die andere Sache. Aber da können wir auf jeden Fall ein paar Rematches machen. Wir werden ja mehr als einen Stream brauchen. Von daher gesehen einfach bei jedem Stream mal reingucken, wer kämpfen will. Dann haben wir ja auch noch dieses komplett neue Gebiet mit der letzten Helferin, nenne ich es mal. Da können wir uns auch noch umgucken. Plus, gibt es hier Pokémon-Liga-Rematches? Irgendwie glaube ich, ja. Wenn ja, machen wir die auf jeden Fall auch noch. Muss da echt gerade hart drüber nachdenken, ob es die eigentlich gab. Aber ich würde es mir doch vorstellen. Aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch genug zu tun. Oh, Dankeschön. Schleiter mein Item auf den Gegner. Ist ganz cool, nutze ich aber meistens nicht. Gut, und du willst nicht mit mir kämpfen, weil es die falsche Uhrzeit ist. Nachts bist du viel unruhiger. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir haben da auf jeden Fall noch gut was zu tun. Nach der Pokémon-Liga. Vielleicht keine 5 Streams, aber 2, 3, denke ich schon noch. Dementsprechend, das Projekt ist jetzt nicht von heute auf morgen vorbei. Aber es ist auch nicht mal das längste, denke ich. Also ich würde behaupten, die anderen beiden Stream-Projekte, die wir aktuell haben, nämlich Paper Mario 2 und Nier Automata, werden noch ein bisschen länger dauern. Wobei wir bei Mario auch schon recht weit sind, glaube ich, verhältnismäßig, aber joa. Mal gucken. Bei Nier kann ich sowieso nicht einschätzen, aber ich glaube, da haben wir sowieso noch unglaublich viel vor uns. Bin mal gespannt, was wir danach so an Stream-Projekten machen. Weil ich mir meistens erst Gedanken drüber mache, wenn es dann so langsam auch realistisch soweit ist. Weil ich sag mal, solange ich nicht halbwegs konkret abschätzen kann, wie lange so ein Projekt noch geht, also wenn ich jetzt weiß, okay, 1, 2 Streams maximal noch, dann fange ich schon an, mir Gedanken zu machen. Das sind dann auch meistens so Dinge, die fallen mir so zwischendurch ein. So, ach ja, da hätte ich jetzt eigentlich schon voll Bock drauf. Oder ich höre mir Musik an und denke mir so, ja, das wäre schon ganz nice. Oder diese typischen Abends im Bett oder Klo-Ideen. Also dann fange ich schon an, ein bisschen aktiver drüber nachzudenken, was man machen könnte. Aber so jetzt, weiß nicht, erstmal was fertig machen.
Ich wäre ja für Pokepark. Ja, Pokepark kann man ja immer machen, ne? Oder Pokémon Perl oder Diamant. Gut, dass ihr immer so wunderbare Ideen habt, die man auch umsetzen kann. Nee, mal gucken. Ich versuche ja eigentlich auch immer möglichst viel Abwechslung reinzubringen. Bedeutet, ich finde eigentlich, dass 3-Stream-Projekte so aktuell ganz gut funktionieren. War eine Zeit lang so, als ich eben noch hauptsächlich YouTube gemacht habe, dass ich eher so nebenbei gestreamt habe, hin und wieder. Und da wäre das, glaube ich, zu viel gewesen, weil ich oftmals auch wirklich nur einmal die Woche gestreamt habe. Da wären wir ja nie vorangekommen. Aber so heutzutage, wo ich mich ja auf Twitch quasi fokussiere, finde ich eigentlich 3 Projekte ganz angenehm. Weil ich sag mal, meistens streame ich so 2-mal die Woche, im besten Fall auch 3-mal die Woche. Und da ist das ganz angenehm. Entweder du wechselst die Projekte so ein bisschen ab oder du kannst halt wirklich alles machen. Und da versuche ich halt auch wirklich halt nicht immer so die gleichen Sachen zu machen. Also jetzt nicht unbedingt 3 verschiedene Pokémon-Projekte, weil es immer Leute gibt, die halt gewisse Projekte nicht unbedingt gerne gucken möchten. Das Mirror Match. Bist du auch rosa? Ja, okay. Und ich sag mal, letztendlich spiele ich zwar das, was mir gefällt, wo ich drauf Bock habe und nicht irgendwas, nur um irgendwelche Zuschauer abzukassieren. Aber ich sag mal, ich muss ja trotzdem nicht 3-mal Pokémon machen. Ich glaube, das würde mich tatsächlich auch irgendwann langweilen. Und ich würde immer alles durcheinander werfen, wo ich jetzt welche Pokémon habe. Deswegen, klar, ich gucke schon in erster Linie, dass ich Bock drauf habe. Wäre ja auch dumm, irgendwas zu streamen, was ich gar nicht streamen möchte. Aber trotzdem halt so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Pokémon ist auch sowas, was irgendwie immer geht, sag ich mal. Pokémon ist einfach zeitlos als Projekt. Nur ich war ja irgendwann so extrem übersättigt, weil ich immer eine Edition Let's Played habe. Also wenn eine vorbei war, ist die nächste sofort dran gewesen. Und ich brauchte dann ja wirklich erstmal eine etwas längere Pokémon-Pause. Aber jetzt habe ich wieder voll Bock drauf. Also seit Pokémon X, genau. Wir haben X gemacht, haben dann im Stream Schwarz gemacht und jetzt Platin. Abseits von den ganzen Hacks und Fangames. Also so aktuell denke ich auch auf jeden Fall, dass wir weiterhin Pokémon im Stream machen werden. Sei es eine Edition mit einer Monotype, ein Champ-Team, ein Thementeam, ein Hack, ein Fangame, Spin-Off, irgendwas auf jeden Fall. Deswegen denke ich mal, wenn Platin irgendwann vorbei ist, dann wird schon irgendwas geben, was wieder in die Richtung geht. Dann Paper Mario. Passt auch wieder so ein bisschen dazu. Es ist halt ein RPG und es ist halt auch eher so bunt und fröhlich überwiegend. Wenn du nicht gerade irgendwelche nervigen kleinen Pissblumen hast, die dich umbringen wollen. Also ist halt so dieses typische, farbenfrohe, spaßige Nintendo-Gedöns. Aber ist auf jeden Fall trotzdem deutlich anders als Pokémon, logischerweise. Und ich sag mal, Nier tanzt ein bisschen aus der Reihe, ist vielleicht ein bisschen düsterer als so die anderen Spiele, die ich normalerweise spiele. Aber ich glaube, das überrascht manche Leute vielleicht, dass ich sowas wie Nier Automata im Stream mache. Mich persönlich überhaupt nicht, weil heutzutage ist mein Fokus einfach nicht mehr Pokémon. Also ich mag Pokémon immer noch sehr gerne. Mein Fokus ist eigentlich eher JRPGs. Also das ist so das, was ich, glaube ich, so mit am liebsten spiele mittlerweile. Und ich sag mal so, Persona 5 ist mein Lieblingsspiel. Und da ist auch nicht ansatzweise alles Friede, Freude, Eierkuchen. Deswegen, für mich passt das voll, dass ich Kugelsaat, what? Stimmt, du kannst sowas lernen, ich erinnere mich. Dass ich Nier Automata im Stream spiele, überrascht mich persönlich überhaupt nicht, weil ich mich kenne. Aber ich glaube, manche Leute, auch die, die mich schon länger verfolgen, oder die halt oft diese ganzen Pokémon-Projekte geguckt haben, die denken sich dann auch so, Deswegen ist vielleicht alles nicht immer für jeden was. Der eine guckt das gerne, der andere guckt dies gerne. Aber so oder so versuche ich halt immer so ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Aber seht so aktuell, also selbst wenn ich es euch nicht sagen wollen würde, ich könnte es euch gar nicht sagen, weil ich keine Ahnung habe, was ich nach den Projekten machen möchte. Also oftmals weiß ich es ja, aber möchte noch nichts sagen für den Überraschungseffekt, aber in dem Fall habe ich echt keine Ahnung. Einfach mal spontan gucken, weil die Projekte wirklich recht weit zu Ende sind, worauf ich dann einfach spontan Bock habe. Ich glaube, das Beste, was man machen kann. Einfach gucken, worauf man Lust hat und nicht 100 Jahre im Vorfeld planen. Das Gute ist ja, dadurch, dass wir 3 Projekte haben, selbst wenn eins ausläuft und nicht sofort ein Nachfolger kommt,
Du hast immer noch genug, was du machen kannst. Ach, Garados. Ich hasse dich. Zumindest in dem Projekt hier. Ich würde ja auch super gerne wieder dreimal die Woche streamen. Eben weil ich drei Stream-Projekte habe. Und damit ich halt nicht immer variieren muss. Aber es ist aktuell super schwierig. Also, klar, ich muss mich mit Jan natürlich absprechen. Aber wenn wir 4 Tage die Woche haben zum Streamen, dann werde ich nicht 3 nehmen und er einen. Also das teilen wir uns natürlich schon dann immer vernünftig auf. Und Jan hat den Vorteil, selbst wenn es ein langer Tag ist, er kann danach noch streamen. Ich bin meistens zu müde dafür. Dark Shadow, Dankeschön für 19 Monate Treue. Also ich fange ja wirklich spätestens um 18 Uhr an, weil dann streame ich 3 Stunden, dann ist 21 Uhr, passt. Nur also ab 21 Uhr fange ich an, so ein bisschen müde zu werden. Jetzt nicht totenmüde, aber dann bin ich einfach nicht mehr in der Stimmung, konzentriert zu streamen, zu spielen und zu kommentieren und den Chat zu lesen. Dann möchte ich einfach vor mich hin dümpeln, zocken, ohne halt nebenbei zu reden, Anime gucken. Ich weiß nicht, ich bin dann einfach, auch wenn ich an dem Tag gearbeitet habe beispielsweise. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Wenn ich arbeite, also ich arbeite ja in Teilzeit, deswegen halt nicht jeden Tag, aber an den Tagen, an denen ich arbeite, streame ich nie. Weil ich nach der Arbeit einfach ein bisschen zu kaputt bin. Weil ich habe immer zu tun auf der Arbeit, ich habe immer viel zu viel zu tun und ich bin dann einfach putt. Jan, kein Ding. Nach der Gamescom, kein Ding. Hat 12 Stunden gearbeitet, kein Ding. Also ich kann das nicht. Also ich brauche nach der Arbeit einfach meine Ruhe. Deswegen streame ich halt auch meistens am Wochenende. Oder unter der Woche an den Tagen oder an dem Tag, an dem ich nicht gearbeitet habe. Ne? Wird euch nie aufgefallen sein, weil was interessieren euch meine Arbeitszeiten? Aber Jan kann das. Der kann auch abends noch streamen. Und deswegen hat er meistens die 3 Streams die Woche, während ich nur 2 habe, weil Jan einfach auch spät streamen kann. Ich würde nie um 20 Uhr anfangen zu streamen, dann würde ich irgendwann nur noch da sitzen, ja, eigentlich will ich jetzt Lachgummi fressen und mich zurücklehnen und Anime gucken. Nicht, weil ich keinen Bock auf euch habe, aber einfach abends bin ich dann so ein bisschen, ja, bisschen entspannter, nennen wir es mal so. Deswegen streamt Jan halt oft 3-mal die Woche und ich nur 2-mal die Woche, weil es zeitlich einfach nicht anders passt. Aber ich würde gerne wieder 3-mal. Einfach für 3 Stream-Projekte. Wäre halt schon ganz praktisch. Die Sache ist, da ich aktuell super viel Bock auf Nier Automata habe, kommt das aktuell jede Woche und Pokémon und Paper Mario wechseln sich ab. Was vielleicht nicht das Schlauste ist, weil beide Projekte schon recht weit fortgeschritten sind und man dann eins langsamer beenden könnte. Aber Nier Automata macht so viel Spaß. Also Platin macht mir auch Spaß, aber das kenne ich halt, ne? Also ist schon was anderes, als ein Spiel blind zu spielen. Ich bin jetzt schon putt. Ja, wenn man halt auch den ganzen Tag arbeitet, das kommt ja auch immer drauf an, was man macht, ne? Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, ich arbeite halt immer am PC, auch auf der Arbeit. Ist ja nicht anstrengend, du sitzt ja nur rum. Aber das ist ja vom Kopf her auch super anstrengend. Dementsprechend, ne? Braucht danach einfach eine Pause. Ich bin leider auch niemand, der so zur Haustür reinkommt, sich hinsetzt und sofort streamt. Ich kann das nicht. Also ich brauche immer ein bisschen Puffer. Jan zum Beispiel arbeitet bis 19 Uhr, ist um 19.30 Uhr zu Hause, isst sein Abendessen, was ich halt vorbereitet habe, streamt um 20 Uhr. Das ist so Standard. Also, bist du der 6-Carpador-Trainer? Ich habe nicht drauf ge... Okay, bist du nicht. Alles gut. Also, Jan ist da sehr problemlos. Ich kann das nicht. Ich bin einfach so ein Schnappsack. Auch wenn ich irgendwie einen Ausflug gemacht habe. Zoo beispielsweise. Den ganzen Tag da durchgelatscht. Danach bin ich tot. Und Jan so, ach, jetzt erstmal streamen. Es ist schon beneidenswert. Ich würde das auch gerne können. Ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht viel Energie hätte. Aber ich verbrauche auch irgendwie immer viel Energie. Aber ich denke auch immer über alles so viel nach. Ich glaube, da verbrenne ich auch immer viel Energie, die sich Jan einfach spart. Fragt mich nicht. Fun Fact, ich könnte tatsächlich nächste Woche 3-mal streamen. Potenziell würde das tatsächlich funktionieren. Und Jan könnte auch trotzdem 3-mal streamen. Also es ginge theoretisch nächste Woche. Endlich mal wieder. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher,
ob ich das machen werde. Ist so mein Problem aktuell. Also bis Sonntagabend muss ich es mir überlegt haben, wegen Streampläne. Oder bis Montagabend. Aber, ja, mal gucken. Also, könnte funktionieren. Aber so aktuell bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das wirklich... Also ich möchte eigentlich wirklich mal wieder dreimal streamen. Einfach um mal wieder zu ballern und nicht irgendwie ein Projekt immer vertrösten zu müssen. Problem ist, einer der drei Streams, die ich machen könnte, müsste auf den Mittwoch fallen. Und das ist prinzipiell kein Problem für mich. Also, damit ihr es vielleicht versteht, weil ihr es gerade nicht auf dem Schirm habt, ich habe nächste Woche Mittwoch Geburtstag. Es ist für mich prinzipiell kein Problem, weil es für mich ein Tag wie jeder andere ist. Ich feiere meinen Geburtstag, seit ich 18 geworden bin, nicht mehr. Wolfman, Dankeschön für 10 Monate Treue. Also, es ist dann so, dass meine Eltern mittags vorbeikommen und mir Kuchen mitbringen und ich habe mir freigenommen und Jan hat sich freigenommen, einfach so ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Aber nachmittags und abends steht prinzipiell halt auch nichts mehr an, weil es, wie gesagt, für mich einfach ein Tag wie jeder andere auch ist. Deswegen, ich hätte schon Zeit zu streamen. Ich komme mir nur so ein bisschen komisch dabei vor, weil ich das Gefühl habe, wenn ich am 14. streame, dann denkt jeder, dass ich das für die Verdienste mache. Also Verdienste sind toll und so, aber ich würde es ja dann wirklich nur machen, um meine drei Streams endlich mal wieder unterzubekommen und weil es halt zeitlich gut passen würde. Aber ich würde mich immer ein bisschen schlecht dabei fühlen, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass Leute glauben, dass ich es nur mache, wie gesagt, um irgendwie Subs abzukassieren. Was zwar schön ist, aber in dem Fall nicht meine Intention. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Das ist so ein bisschen mein Struggle aktuell. Ob das dann wirklich so gut kommt. Weil ich möchte ehrlich gesagt auch... Also ich finde das voll okay, wenn Leute das machen. So, ne? Jan hat es auch irgendwann mal gemacht. Ist ja auch voll okay. Das Problem ist, ich sehe Sachen bei anderen Leuten und finde sie voll okay. Wenn Leute, wie gesagt, an ihrem Geburtstag streamen oder wenn Leute, keine Ahnung, ihre Streamaufzeichnungen ohne Thumbnail hochladen, finde ich alles voll in Ordnung bei anderen Leuten. Also wirklich. Aber ich für meinen Teil könnte das bei mir einfach nicht, weil ich mich immer ein bisschen schlecht damit fühlen würde. Auf Letzteres bezogen, ich würde mich irgendwie ein bisschen unprofessionell fühlen. Plus an meinem Geburtstag streamen würde ich mich auch ein bisschen schlecht bei fühlen. Obwohl ich es bei anderen Leuten wieder okay finde. Das ist furchtbar, dass ich das so sehe, aber es ist irgendwie einfach so. Deswegen, weiß ich nicht. Mal gucken. Oder so. Autsch, das tat weh. Ja, Gracie, wir würden dann ja auch zwei Streams ineinander machen. Aber das ist halt schon in dieser Rechnung mit einem bezogen. Also, ne, wenn ich drei Streams machen wollen würde, müsste ich halt den Mittwoch nehmen, den Samstag und den Sonntag. Anders geht's nicht. Wir machen die 300 einfach heute und morgen schon voll. Ach ja. Ich habe für einen kurzen Moment vergessen, dass ich morgen auch noch streame. Ach ja. Es ist schon so lange her, weil die ganze Woche halt bei mir nichts war. Ich kann das doch gar nicht mehr. Ja, ich weiß, wenn ich Lust habe zu streamen, sollte ich es einfach machen. Aber ihr kennt das vielleicht von euch selber auch. Man macht sich einfach zu viele Gedanken. Das werden, glaube ich, gar nicht alle mitbekommen. Problem ist immer noch, wenn ich so auf meinen Nutzernamen gucke, dass das schon halbwegs offensichtlich ist. Aber manche Leute achten da auch gar nicht drauf. Chris hat auch vergessen, wann ich Geburtstag habe. Es war... Er weiß das, aber es war sehr witzig, als Chris letztens hier war und wir dann darüber gesprochen haben und ich so, ja, ich habe ja auch bald Geburtstag. Und er dann so, wann hast du nochmal Geburtstag? Und ich guckte ihn nur so an und er dann so, oh. Der Dirt-Moment. Ja, aber den hat jeder mal. Gracie hat mir auch letztens... Wie war das? Gracie hat mir gesagt, sie hat Pflaumenkuchen gegessen und ich zwei Minuten später, magst du eigentlich Pflaumenkuchen? Also, so manchmal...